Ein herzliches Grüß Gott heute, am letzten Tag der Pfingstnovene. Wieder lade ich euch ein, mit mir die letzte Strophe von der Pfingstsequenz zu singen. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit und der Freuden Ewigkeit. Ja, heute am letzten Tag der Pfingstnovene bitten wir den Heiligen Geist um seine Gabe der Hingabe. Und betrachten dabei diese Worte aus dem Johannesevangelium, wo Jesus zum Petrus sagte, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach. Ja, am letzten Tag der Pfingstnovene dürfen wir den Heiligen Geist um diese Gabe der Hingabe, der Frömmigkeit bitten. Denn Gott zwingt keinen Menschen seinen Willen auf. Sobald aber der Mensch, wie Maria, zum Willen Gottes Ja sagt, zu diesem wunderbaren Plan, den Gott mit unserem Leben hat, kann der Heilige Geist uns mit dieser Gabe beschenken. Und so sagte schon der heilige Ignatius von Loyola, wir ahnen nicht, was Gott Großes aus unserem Leben machen könnte, wenn wir uns ganz ihm zur Verfügung stellen würden. Berührend berichtet zum Beispiel die heilige Schwester Faustine in ihrem Tagebuch über den Beginn ihres großen Apostolats der göttlichen Barmherzigkeit. Sie schreibt, der Herr gab mir zu erkennen, dass das ganze Geheimnis von mir abhängt, von meiner freiwilligen Bereitschaft zum Opfer. Bei völliger Klarheit meines Verstandes. In diesem freiwilligen und bewussten Akt liegt die ganze Macht und der Wert vor seiner Majestät. Sie rang innerlich mit diesem Angebot, denn sie ahnte, dass das große Werk, das Jesus mit ihr vorhatte, nicht ohne Leiden zu verwirklichen sei. Weiter schreibt sie, ich fühlte, dass Gott auf mein Wort wartet. Auf meine Zusage. Da versank meine Seele in Gott und ich sagte, tu mit mir, was dir gefällt. Ich ergebe mich deinem Willen. Dein heiliger Wille ist mir ab heute Nahrung. Mit Hilfe deiner Gnade werde ich deinen Forderungen treu sein. Tu mit mir, was dir gefällt. Ich flehe dich an, o Herr, bleibe bei mir in jedem Augenblick meines Lebens. Nach dieser ihrer Zusage beschenkte sie der Heilige Geist mit dieser großen Gabe der Hingabe. Sie schreibt weiter, als ich mit Wille und Herz dem Opfer zugestimmt habe, durchdrang mich ganz Gottes Anwesenheit. Meine Seele wurde in Gott versenkt, und mit so übergroßer Glückseligkeit erfüllt, dass ich es nicht einmal teilweise beschreiben kann. Ich fühlte, dass mich seine Majestät umgab. Und Jesus sagte ihr, du bist eine Wonne für mein Herz. Ab heute findet die kleinste Tat Wohlwollen in meinen Augen, was du auch tust. In einem kurzen Augenblick der Stille dürfen auch wir, Jesus, unser Ja zu seinem Plan mit unserem Leben sagen und ihn dann um seine Gabe der Hingabe bitten. O Herr, auch wenn es uns schwerfällt, unser Ja zu sagen zu deinem Plan, den du mit unserem Leben hast, wollen wir doch immer wieder beten, Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Und Herr, wir bitten dich, segne uns, damit wir treu auf dem Weg gehen, den du uns zeigst.
und dem Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der priesterlichen Vollmacht, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, uns heiligen Schutzengel und Namenspatrone, alle Engel und Heiligen des Himmels, löse ich euch von allen Flüchen und Verwünschungen, die gegen euch gedacht oder ausgesprochen worden sind, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten, schlechten Schriften, Bildern, Filmen, schlechter Musik übertragen worden ist. Jesus, bitte vergib uns, wenn wir Nein gesagt haben zu deinem Willen, wenn wir uns unserem eigenen Willen noch gefolgt sind und gesündigt haben. Bitte wasch uns rein mit deinem kostbaren Blut. Und möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes dich von all deinen Ängsten, auch Zukunftsängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Und so segne, heile und schütze dich der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.